Akkuschlagbohrschrauber sind nicht nur für einfache Schraubarbeiten geeignet, sondern auch zum Bohren von größeren Löchern, also auch kraftvollere Arbeiten, ausgelegt. Doch welches Modell von den ganzen Herstellern und Preisklassen ist denn das Beste für euch und eure Ansprüche? Das wollen wir mal in diesem Video herausfinden. Wir möchten euch nämlich mal die Top 5 der besten Akkuschlagbohrschrauber von 5 verschiedenen Herstellern und 5 verschiedenen Preisklassen vorstellen. Wir schauen uns sowohl die Leistung, also das Drehmoment, sowie auch viele weitere nützliche, essentielle Dinge wie die Akkulaufzeit, Funktionalität und Ergonomie an. Bleibt also bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und eine gute Kaufentscheidung treffen zu können. Alle Schlagbohrschrauber sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also noch genauer zu einem der Modelle informieren oder euren Favoriten dann direkt bestellen wollt, könnt ihr das am schnellsten über die Links in der Videobeschreibung tun. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Akkuschlagbohrschrauber aus der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch hier den Einhell TECD 1840. Das Modell wird mit den 18 Volt Akkus von Einhell betrieben. Im Lieferumfang ist hier gleich ein Akku plus Schnellladegerät dabei. Das Modell bringt es tatsächlich auf ein sehr starkes Drehmoment von 40 Newtonmeter und eine Leerlaufdrehzahl von 24.000 die Minute. Diese kann in einem Zweigangbetrieb hier auch eingestellt werden, also zwei Leistungsklassen, die man über den Hebel an der Seite beim Arbeiten auswählen kann. Das Drehmoment ist in 21 verschiedenen Stufen einstellbar und so ermöglicht das Modell sowohl ein kraftvolles Bohren und auch Schrauben, immer angepasst an die jeweilige Aufgabe. Das Schnellspannbohrfutter fasst bis zu 13 mm Durchmesser Bohrer und das leichte Gewicht und der speziell ergonomisch geformte Arbeitsgriff sorgen für ein angenehmes Handling. Ein großer Vorteil des Modells ist, dass er gleich in einem Set mit vielen Aufsätzen, Bits, Steckschlüsseln und weiteren Dingen wie einem Cuttermesser oder einem 3 Meter Maßband geliefert wird. Mit diesem ganzen Set ist das Modell trotzdem noch das günstigste im Vergleich und kann so durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Allzu starke Zusatzfeatures oder extrem hohe Leistungen hat das Modell zwar nicht, aber es ist ein solider Akku-Bohrschrauber für vor allem auch kleinere bis mittlere Bohrarbeiten. Alles weitere über den ersten Link in der Videobeschreibung, wo ihr diesen Bestseller direkt bestellen könnt. Nummer 2. Der Black & Decker BDCHD 18KB. Hier handelt es sich um einen Akkuschlagbohrschrauber mit ebenfalls starken Werten. Er besitzt ähnliche Werte wie das zuerst vorgestellte Modell von Einhell. 40 Newtonmeter, ein Drehmoment, welches in 11 verschiedenen Stufen eingestellt werden kann, und eine Leerlaufschlagzahl von 21.000 pro Minute. Das Bohrfutter hat einen Durchmesser von maximal 10 mm und besitzt auch eine Schnellspannung. Damit hat es bei diesen Leistungswerten schon mal geringere Werte als das zuerst vorgestellte Einhell-Modell, was einfach nochmal das starke Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Einhell-Bohrers darstellt. Trotzdem überzeugt der Black & Decker Akkuschlagbohrschrauber durch ein leichtes und dadurch sehr ergonomisches Gewicht, eine sehr starke Bedienung durch große und sehr haptische Bedienelemente, die auch mit Handschuhen sehr gut betrieben werden können, und auch einige Zusatzfeatures. Zu diesen gehört das LED-Licht, welches einen beim Schrauben auch in dunkleren Ecken immer eine gute Ausleuchtung bietet, oder auch das 400 mAh Ladegerät, welches eine Schnellladefunktion besitzt. Auch dieses Modell ist sowohl einzeln als auch im umfangreichen Zubehörset mit sämtlichen Bits und Bohrern erhältlich. Vor allem in diesem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Meinung nach sehr, sehr stark, da dieses auch noch inklusive eines praktischen Arbeitskoffers geliefert wird. An zweiter Stelle in der Videobeschreibung findet ihr das Modell einzeln, könnt aber, wenn ihr etwas runterscrollt hier auf der Produktseite, auch das Modell im Set aufrufen. Nummer 3. Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V21 von Bosch Professionals. Das Modell wird mit den 18 Volt Akkus von Bosch betrieben und ist ebenfalls erhältlich in einem Set mit zwei 2 Ampere-Stunden Akkus und einem 40-teiligen Bohrer- und Bitaufsatz-Zubehörset. Dieses Angebot gibt es exklusiv auf Amazon und kann bei euch über den dritten Link in der Beschreibung aufgerufen werden. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn bei diesem Schlagbohrschrauber handelt es sich auch um ein besonders leistungsstarkes Modell. Dieses überzeugt durch ein 55 Newtonmeter Drehmoment, eine extrem hohe Schlagzahl von 27.000 Schlägen die Minute und eine Leerlaufdrehzahl von 1.800, die auch hier in zwei Gängen einstellbar ist. Das Drehmoment kann in weich, hart und maximal eingestellt werden und hat mit den 55 Newtonmeter Maximalleistung genügend Power, um auch dickere Steine zu durchbrechen. Dieses Drehmoment kann hier in 21 verschiedenen Stufen eingestellt werden und das Gerät kommt mit einem 13 mm Durchmesser Bohrfutter, welches auch härteste Steine durchbrechen kann. Dabei bleibt das Gerät mit lediglich 1,5 kg noch sehr kompakt und leicht, ist dadurch auch einfach zu transportieren und auch über längere Zeiten zu verwenden. Mit der LED-Lampe ist dieses handliche Werkzeug auch für Schwachmagen
flachbeleuchtete Bereiche geeignet und geliefert wird es für den einfachen Transport auch gleich mit einem Hartschalen-Transportkoffer. Zwar besitzen die beiden als nächstes vorgestellten Modelle eine ähnliche oder sogar höhere Leistung, mit den insgesamt 55 Newtonmeter muss sich das Modell aber nicht verstecken. Vor allem bei diesem Preis, das Modell ist inklusive mit dem ganzen Set, den ganzen Aufsätzen, Akku, Ladegerät und Koffer für knapp über 200 Euro erhältlich und das wie gesagt exklusiv bei Amazon. Den Link könnt ihr hier über den dritten Link in der Videobeschreibung aufrufen. Nummer 4. Der Akkuschlagbohrschrauber DEWALT DCD-795D2. Dieses Modell kommt mit einem leistungsstarken Motor, der ein Drehmoment von bis zu 60 Newtonmeter ermöglicht. 5 Newtonmeter also nochmal mehr als der eben vorgestellte Bosch Professionals Schlagbohrschrauber. Einstellbar ist dies in 14 verschiedenen Stufen sowie auch einer extra Bohrstufe und Schlagbohrstufe. Apropos Schlagbohr, hier bietet das Modell bis zu 34.000 Schläge die Minute. Und damit ist das Modell, das können wir jetzt schon mal sagen, obwohl wir den 5. Akkuschlagbohrschrauber noch nicht vorgestellt haben, das leistungsstärkste Modell im Vergleich, welches auch für die härtesten Einsätze geeignet ist. Sowohl das Drehmoment als auch die Schlagzahl sind hier die besten Werte im Vergleich. Hier ist also ein Schrauben, Bohren und Schlagbohren bei auch allerhärtesten Materialien möglich. Die Bohrfutterspannweite beträgt hier 13 mm. Das Gewicht liegt trotz dieser starken Leistung bei insgesamt lediglich 1,6 Kilogramm. Geliefert wird das Modell auch gleich mit Akku, Ladegerät sowie einem hochwertigen Transportkoffer. Auszeichnen tut es sich auch noch durch sämtliche Besonderheiten sowie ein LED-Licht, zur Ausleuchtung auch dunklerer Bereiche sowie auch verschiedenen Schutzfunktionen. Dazu gehört auch die Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz, um stets eine hohe Qualität und lange Laufzeit zu gewährleisten. Dieser Akkuschlagbohrschrauber ist in vielen Läden ausverkauft, weil er eben eine so hohe Leistung und auch immer noch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Wie gesagt, ist er der leistungsstärkste Akkuschlagbohrschrauber im Vergleich und auch speziell gegen härteste Arbeitsanforderungen wie Staub oder Spritzwasser geschützt. Mehr Infos zum DCD-795D2 von DEWALT könnt ihr nun über den 4. Link in der Beschreibung erfahren. Dort könnt ihr euch auch einige der über 1500 Kundenbewertungen durchlesen und das leistungsstärkste Modell von DEWALT bei Interesse direkt bestellen. Bleibt aber auch gerne dran, denn ein 5. und letztes Modell möchten wir euch jetzt noch vorstellen. Es handelt sich um den Makita DHP-485RTJ. Der beliebteste Akkuschlagbohrschrauber vom Hersteller Makita funktioniert mit den 18-Volt Akkus. Er ist gleich im Set mit einem Akkuladegerät sowie zwei 5-Ampere-Stunden Akkus erhältlich. Bei der Leistung kommt das Modell auf einer Leerlaufschlagzahl von 28.500 pro Minute sowie auch einem starken Drehmoment von 50 Newtonmeter. Er ist dadurch sehr kraftvoll und durch die 5 Ampere-Stunden Akkukapazität sehr ausdauernd. Das Modell kann sogar mit Akkus bis 6 Ampere-Stunden von Makita verwendet werden, wodurch er noch länger hält. Durch die zwei Akkus, die hier im Lieferumfang enthalten sind, können diese ja auch immer wieder ausgetauscht werden, womit das Modell eine extrem hohe Laufzeit verspricht. Durch den etwas größeren Akku ist das Modell auch mit einem Gewicht von 1,8 Kilogramm der schwerste Schlagbohrschrauber im Vergleich, was aber immer noch ein ziemlich leichtes Gewicht ist und durch die gute Ausbalancierung, also Gewichtsverteilung, sowie den ergonomischen Softgrip ausgeglichen wird. Zeitgleich macht das Modell durch die Extreme Protect Technology auch unter besonders harten Bedingungen eine gute Figur. Das Modell ist nämlich optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt und das Schlagwerk sogar für verschiedenste Anwendungen abschaltbar. Die Drehzahl ist hier feinfühlig individuell wählbar und durch den bürstenlosen Motor wird die Leistungsaufnahme gesenkt, was zudem auch eine kompaktere Bauform der Maschine ermöglicht. Und tatsächlich, das Modell ist wirklich äußerst kompakt gebaut und liegt immer noch sehr gut in der Hand. Und das bei der hohen Leistung, die dieser Akkuschlagbohrschrauber aufbringen kann. Geliefert wird es zudem mit einem sehr hochwertigen Transportkoffer, in dem man das Gerät sehr stark verstauen und transportieren kann. Herausragend ist an dem Modell auch die starke Stahlbohrleistung von bis zu 13 mm und vor allem die hohe Holzbohrleistung von bis zu 38 mm. Überzeugend wird das Modell vor allem aber, wie gesagt, durch die erhöhte Akkukapazität, womit hier auch längere Bohrarbeiten möglich werden, beziehungsweise womit man hier einfach länger arbeiten kann, bis man die Akkus wieder laden muss. Und selbst wenn ein Akku leer ist, kann man ihn gleich durch einen weiteren austauschen, wenn man das Modell gleich im Set mit den zwei 5-Ampere-Stunden Akkus bestellt. Genau dieses Set, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, haben wir euch an 5. Stelle in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da also für alles Weitere unbedingt mal vorbei.